Jo, moin moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit der nächsten Aufgabe. Und zwar die Vorbereitung auf die nächste Hüterprüfung, würde ich fast wetten. Meine besten Freunde. Wir sollen auf jeden Fall erstmal runter in die Kartenkammer. Das ist jetzt erstmal das. Was uns jetzt ansteht. Jo, auch am heutigen Montag gibt es natürlich wieder auch was Legacy. Wie gesagt, eigentlich hätte es sein können, dass die Folge, die von gestern und vorgestern kam, ab heute erst gestartet ist. Aber das wäre nicht ganz freiwillig gewesen. Ich erkläre euch, was los ist. Und zwar tobt jetzt gerade. Oh, wir haben eine Truhe. Ein Unwetter über der Stadt. Also hier, wo ich lebe. Das ist richtig doch. Ich hatte zwischenzeitlich mal Internetprobleme. Also, eigentlich habe ich es momentan immer noch. Ich kann quasi keine Party eröffnen hier bei uns. Aber ich kann ja so ein bisschen aufnehmen. Viele Leute fragen, warum ich aufnehme, wie ich aufnehme, und zwar über die. Oh, warte mal. Ist hier hinter? Hallo, Homora. Ich möchte gerade ganz kurz mal hier reingucken, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind. Was haben wir denn hier? Da ist noch einer. So eine Kanone. Ein Muggel-Artefakt. Hier ist noch irgendwas. Es sind 64 Goldmünzen. Ja, why not? Was haben wir denn hier? Oh, warte mal. Warte mal. Kann ich den? Ich kann ihn nicht. Kann ich nicht warten, oder? Doch, kann ich. Ich möchte den Demigeist. Ich glaube, ich habe jetzt. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt im Inventar? 4? 5? 13 brauchen wir. So, eigentlich wollte ich eigentlich auch etwas anderes machen. Als ich jetzt schon wieder unterwegs bin. Sind die oben? Ja, die Truhe ist oben, ne? Oh, warte mal. Wenn die scheiß Buchsette mal herkommen würde, dann könnte ich sie mit Alumora holen. Da ist sie doch. Warte mal. Achso, ich muss da runter. Da durch, oder was? Ach so, die Dings, die Treppenstufen. Oh, da. Hier runter muss ich natürlich. Hier runter muss ich. Ja, wir werden das alles sowieso nicht in der ersten Folge machen, klar. Ihr wisst, was ich meine.
Ihr wisst ja, dass ich momentan ein bisschen am Vorbereiten bin. Ich denke mal, dass wenn wir die Prüfung machen, hier durch sind. Wird es wahrscheinlich mit der Aufnahme enden. Und dann geht es quasi in der nächsten Aufnahmesession ins Finale. Also kann ich auch einfach durchgehen, oder? Ja. Willkommen zurück. Moinsen! Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja. Ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Die letzte Frage? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Auftrag geschlossen. Die Schulleiterin spricht. Wie bekomme ich? So, der wollte was quatschen. Schulleiters. Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Scheinbar. Sprich mit Professor Fig in seinem Büro. Warte mal, kann ich da nicht irgendwie mich hinpacken? Das wäre total toll, wenn ich das könnte. Das würde ein bisschen abkürzen, die Nummer. Heyo. Das ist mal Professor Fig. Ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht. Und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne Scrope, aber ich bin nicht sicher, ob er es mir sagen wird. Er ist den Blacks gegenüber sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige, einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz ein Monat. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere.
Na dann, wohl bekommst. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen Elf wegen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Na dann. Ach so, ich kann jetzt gerade nicht. Ich wundere mich, warum da rechts unten mein Nullsteuerkreuz ist. Für die Leute, die mich fragen, worauf ich spiele. Ich spiele auf der PlayStation 5. Oh, ernsthaft? Heroischer Keltenunummer. Na gut, das hat sich jetzt ja voll gelohnt. Da lang müssen wir. Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. Ich habe das blöde Gefühl, dass wir am Ende dieser Schüler sind. Aber wie gesagt, wir können ihn ja ruhig ein bisschen, den guten Schulleiter gehört. Wir können ja einfach mal ein bisschen den Kollegen bloßstellen. Deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Warte mal. Hallo, ich meine, aus dem Weg, Kinder. Der Schulleiter? Hier? Was denn? Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Hogwarts Legacy.